Moin Leute, was geht? Ihr habt heute mal ein bisschen Musik. Wie beim letzten Mal auch. Draußen ist gerade eine Baustelle. Und erstmal, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation und 4. Es geht mir heute in diesem kurzen, aber feinen Video um den Drachenlord. Ein YouTuber mit ein paar tausend Abonnenten und einer enormen hohen Haterbasis. Heutzutage muss man perfekt sein in unserer Gesellschaft. Im Jahr 2015 sollte man doch schon perfekt sein, oder zumindest kommt es mir bei vielen Jugendlichen vor, dass man perfekt sein muss. Man muss das die neuesten Markenklamotten tragen, man muss das neueste Handy haben, man muss immer gestylt sein, man muss Klabodeutsch reden. Das kommt mir heute so vor. Und Respekt vor irgendwelchen Menschen gibt es heute nicht mehr. Ich möchte heute über den Drachenlord reden, einen Heavy Metaler, der übergewichtig ist, und das weiß er natürlich. Aber in meinen Augen wird er sehr oft, angefeindet auf YouTube, weil er eben übergewichtig ist, weil er halt eben auch einen Bart hat, weil er einfach er ist. Er ist einfach er, und ich finde es nicht in Ordnung, dass man irgendwie andere Leute beleidigt. Ich kann euch jetzt hier erzählen, was ich möchte. Ein Hater wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Aber ich möchte einfach sagen, dass man so sein soll, wie man ist, und sich nicht verstellen soll. Ein kleines Beispiel. Stellt euch mal vor, Jesus Christus hätte sich verstellt. Nein, ich heile deine Krankheit nicht. Nein, ich mach nicht, dass du wieder gehen kannst. Nee, ich lasse mich nicht ans Kreuz nageln. Gut, ist ein bisschen übertrieben, aber stellt euch mal vor, die ganzen tollen Menschen, die die Welt vorangebracht haben, die hätten sich irgendwie verstellt. Nein, Mann, die haben sich nicht verstellt. Die sind so geblieben, wie sie sind. Die haben ihre Meinung immer klar gesagt. Wenn man nun mal nicht auf Markenklamotten steht, wenn man übergewichtig ist, dann ist das kein Grund, irgendwie einen Menschen zu beleidigen, weil es einfach schwach ist. Es ist einfach eine Schwäche von den Menschen, die beleidigen. Viele beleidigen aus Langeweile, beleidigen einfach, weil sie anonym sind und denken, ach komm, den drücke ich jetzt eine rein. Aber, nun ja, die haben beleidigt. Toll. Beleidigen ist immer schwach. Und da kann man immer erkennen, wenn ihr auch auf YouTube unterwegs seid, wenn ihr auf Facebook unterwegs seid und wenn ihr irgendwelche Leute seht, die jemanden anderen beleidigen als Spasti oder als Opfer, dann könnt ihr relativ leicht erkennen, ob diese Person ein Opfer ist oder nicht. So sieht's aus. So leicht erkennt man ein Opfer. Und jetzt lass mal schauen hier. Och, was ist das denn? Nun ja, egal. Das war auf jeden Fall das Video über den Drachenlord. Ein sehr korrekter YouTuber, wie ich finde. Und da draußen ist schon wieder die Baustelle. Ihr hört es, das Hämmern. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und hört auf, irgendwer auf YouTube zu beleidigen, ob es jetzt der Drachenlord ist, weil er übergewichtig ist und Heavy Metaler ist, weil er einfach er ist. Hört auf mit dem Scheiß. Es bringt nichts, es bringt wirklich nichts. Und ihr müsst, glaube ich, teilweise auch älter werden, um es zu verstehen. Und ihr müsst wahrscheinlich erstmal eine Ausbildung machen. Weil viele Leute, die beleidigen auf YouTube, sind, und das kann man ja einfach auf Videos gehen und dann Stimme hören, einfach jünger. Jünger als 16 Jahre und, oder teilweise 16, aber teilweise sind sie einfach jünger und macht erstmal die Ausbildung und die Schule und dann werdet ihr über diese Sache anders reden. Aber wenn ihr natürlich jeden Tag mit diesen Chabos in der Schule abhängt, mit den Gangstern, ne, mit den Losern, ja, besser gesagt. Ha, ne, dann lernt ihr ja schon, du hast keine Markenklamotten, du bist gleich scheiße, du bist gleich Opfer. So, dann gehen sie auf YouTube, sehen einen, er hat keine Markenklamotten, ist vielleicht übergewichtig und
hauen dem eine rein und beleidigen den. Ganz schwach von euch. Ganz, ganz schwach. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.